Herzlich willkommen! Mit diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit dem PC-Mikrofon Dictasonic MiG 2 Classic von Grundig Business Systems ein Diktat aufnehmen. Wir werden Ihnen auch erklären, wie Sie ein Diktat korrigieren und wie Sie eine Textpassage einfügen können. Die Bedienelemente des Dictasonic MiG 2 Classic. Zunächst möchten wir Ihnen die einzelnen Tasten und Schalter des Gerätes vorstellen. Über dem Schiebeschalter befinden sich die drei oberen Funktionstasten. Die linke Taste mit dem blauen Punkt ist die Info- oder auch Index-Taste. In der Mitte befindet sich die Aufnahmetaste. Sie ist mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Ganz rechts sehen Sie mit dem orangefarbenen Punkt die Einfügetaste. Unter den oberen Funktionstasten befindet sich der vierstufige Schiebeschalter. Mit ihm können die vier Funktionen schneller Vorlauf, Stopp und Start bei der Aufnahme oder Wiedergabe eines Diktates sowie Rücklauf genutzt werden. Unter dem Dicta-Logo befinden sich die unteren drei Funktionstasten. Diese sind frei mit beliebigen Windows- oder Diktatsteuerungsfunktionen belegbar. Über den Schalter auf der rechten Seite können Sie die Mikrofonempfindlichkeit einstellen und damit die Lautstärke der Aufnahme beeinflussen. Der Schiebeschalterwiderstand kann individuell mit Hilfe des mitgelieferten Schraubendrehers angepasst werden. Drehen Sie diesen nach links, wird der Widerstand beim Bedienen des Schiebeschalters geringer. Drehen Sie den Schraubendreher nach rechts, so wird der Widerstand demnach größer. Vorbereiten des Mikrofons. Vor dem Diktieren empfehlen wir Ihnen, das Mikrofon Ihren Bedürfnissen anzupassen. Die Einstellungen müssen Sie nur einmal vor der ersten Benutzung vornehmen. Schalten Sie dazu Ihren PC ein und stecken Sie den USB-Stecker des Sonic MiG in einen dafür vorgesehenen Anschluss am PC. Starten Sie dann den Adapter-Server, indem Sie das entsprechende Icon im Infobereich mit der rechten Maustaste anklicken. Klicken Sie dann auf Eigenschaften. Es öffnet sich nun das Fenster des Adapter-Servers. Klicken Sie nun auf den Tab USB-HID. Hier können Sie den Schalter für die Mikrofonempfindlichkeit am Gerät sperren, indem Sie an der betreffenden Stelle ein Häkchen setzen. Diese Funktion verhindert das unbeabsichtigte Verstellen der Mikrofonempfindlichkeit am Gerät. So können Sie im rechten Kästchen das Gerät dauerhaft auf Konferenzaufnahme, auf Lautumgebung oder einfach nur auf Diktataufnahme einstellen. Wir wählen in diesem Beispiel Diktat aus. Mit Hilfe des Adapter-Servers können Sie zudem den einzelnen Tasten und dem Schiebeschalter Aktionen wie das Öffnen eines Programmes zuordnen. In einem anderen Video zur Spracherkennungssoftware Dragon Naturally Speaking erklären wir Ihnen detailliert, wie Sie die verschiedenen Einstellmöglichkeiten vornehmen können. Klicken Sie aber zunächst auf OK. Der Adapter-Server wird geschlossen. Sie können mit dem Diktat beginnen. Aufnahme eines Diktates. Rufen Sie zunächst Ihre Diktatsoftware Dictasoft One, Dictasoft oder Dictasoft Pro mit einem Doppelklick auf. Wir verwenden in diesem Beispiel Dictasoft Pro. Bevor Sie mit dem Diktieren beginnen, überprüfen Sie bitte, dass der Schiebeschalter auf Stopp steht. Drücken Sie dann die Aufnahmetaste Ihres Diktiermikrofons. Dass Ihr Sonic MiG für die Aufnahme eines Diktates bereit ist, erkennen Sie an der rot blinkenden Aufnahme-LED. Zudem blinkt der Aufnahmebutton von Dictasoft Pro. Schieben Sie nun den Schiebeschalter von der Position Stopp in die Position Start. Die Aufnahme wird gestartet. Dies erkennen Sie an der nun dauerhaft rot leuchtenden Aufnahme-LED. Diktieren Sie den gewünschten Text. In Dictasoft Pro wird Ihnen der Ausschlag des Mikrofonpegels angezeigt, sowie die Aufnahmezeit. Nachdem Sie Ihren Text diktiert haben, bringen Sie den Schiebeschalter in die Stopp-Position. Korrektur einer Textpassage. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Diktat korrigieren können. Um eine Textpassage zu übersprechen, bringen Sie zunächst den Schiebeschalter in die Positionen Rück- und Vorlauf, um an die gewünschte Textstelle zu gelangen. In Dictasoft Pro reagieren die entsprechenden Symbole. Schieben Sie den Schiebeschalter auf Stopp, wenn Sie die Textstelle gefunden haben, ab der Sie das Übersprechen beginnen möchten. Betätigen Sie dann die Aufnahmetaste. Die Aufnahme-LED blinkt rot. Bringen Sie nun den Schiebeschalter in die Position Start, um die gewünschte Textstelle zu übersprechen. Schieben Sie den Schiebeschalter anschließend in die Stopp-Position. Drücken Sie danach erneut die Aufnahmetaste, um das Übersprechen zu beenden. Einfügen einer Textpassage. Wenn Sie Text in das Diktat einfügen möchten, suchen Sie die Stelle im Diktat, an der Sie etwas einfügen möchten. Bringen Sie dann den Schiebeschalter in die Position Stopp.
Drücken Sie nun die Einfügetaste. Die Aufnahme-LED blinkt orange. Schieben Sie dann den Schiebeschalter in die Position Start und sprechen Sie Ihre Diktatergänzung. Die Aufnahme-LED leuchtet dabei orange. Um das Einfügen zu beenden, bringen Sie den Schiebeschalter in die Position Stopp und drücken Sie anschließend die Einfügetaste. Beenden des Diktates. Sie schließen das Diktat ab, indem Sie die Taste mit dem blauen Punkt drücken. Auf Ihrem PC öffnet sich nun ein Fenster. Klicken Sie auf Diktat fertig diktiert. Sie sehen jetzt das Dictasoft Pro Startfenster. Standardmäßig wird Ihr Diktat im Ordner Eigene Diktate abgelegt. Sie kennen nun einige der wesentlichen Funktionen des Diktiermikrofons Dictasonic Mic 2 Classic. Auch mit dem Dictasonic Mic 2 können Sie nach diesen Schritten ein Diktat aufnehmen und korrigieren. Zusätzlich zum Dictasonic Mic 2 Classic verfügt es noch über eine drucksensitive Trackpoint-Maussteuerung. Mit dieser lässt sich der Mauszeiger steuern. Die Geschwindigkeit des Mauszeigers ist dabei unabhängig von der PC-Maus einstellbar. Mit dem Trackpoint steuern Sie im Übrigen nicht nur Dictasoft, sondern auch jede andere PC-Anwendung. Zudem hat das Dictasonic Mic 2 noch die zwei Maustasten, die mit dem Zeigefinger bedient werden, sowie eine Schnittstelle für Barcode- oder RFID-Leser. Beide Diktiermikrofone sind auch bestens für die Spracherkennung geeignet und können die Spracherkennungssoftware Dwegen Naturally Speaking steuern. Sie interessieren sich auch für dieses Thema? Dann empfehlen wir Ihnen unseren Film zur Steuerung der Spracherkennung mit Hilfe eines Sonic Mics. Sie finden diesen auf unserer Webseite unter www.grundig-gbs.com. Grundig Business Systems wünscht Ihnen nun viel Spaß beim Diktieren.